Moinsinn, da sind wir wieder. Wir haben gerade unser Spiel eingestellt und könnten theoretisch sofort auf die Strecke springen. Jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Aber. Wir müssen noch eine Kleinigkeit einstellen. Denn Simracing ist nicht nur gleich fahren. Wir müssen auch noch ein, zwei Sachen machen. Denn beispielsweise in ACC kann man sich noch seine View-Settings einstellen. Und das machen wir jetzt mal. Wenn ihr nun also euer Spiel angemacht habt und ihr seid beispielsweise auf Singleplayer gegangen oder ihr seid schon irgendwo auf einem Server drauf und ihr wollt jetzt fahren und denkt euch so, warum sieht das jetzt genau so aus und nicht wie in einem richtigen Auto? Ha. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier reinzugehen und mit F1 erstmal eure Ansichten durchzuschalten. Dann gibt es da ganz viele Sachen wie, ich sehe meine Hände und mein Lenkrad. Ich persönlich bin davon kein Fan, weil ich sehe mein Lenkrad direkt vor mir. Ich brauche nicht noch ein zweites. Deswegen fahre ich gerne so. Da ist das Lenkrad weg, man kann es nicht sehen und es ist einfach nur das Auto. Dann habt ihr also die Möglichkeit, genauso wie im realen Auto auch, eure Einstellung zu tätigen. Dafür drückt ihr Escape und dann könnt ihr hier auf View Settings gehen. Und in den View Settings sind allerhand Sachen drin. Da könnt ihr beispielsweise eure Höhe einstellen vom Sitz, wie hoch, wie niedrig der ist. Ihr könnt weiter nach vorne rutschen, weiter nach hinten rutschen. Ihr könnt euren FOV noch einstellen und ihr könnt auch noch den Pitch einstellen, was die Neigung ist. Ich persönlich würde euch erstmal raten, den FOV rauszufinden. Und das könnt ihr machen, indem ihr euch zum Beispiel einen FOV-Calculator raussucht. Da habt ihr die Möglichkeit, die Ratio einzugeben von eurem Bildschirm. Das kann jetzt von Ultra-Wide bis Single-Screen sein. Dann könnt ihr eure Größe angeben, wie viel Inch das sind und wie weit ihr davon weg sitzt. Da würde ich jedem empfehlen, einen guten alten Zölligen zu nehmen. Und dann klappt ihr den auf, auch wenn das total beschissen aussieht. Und dann ballert ihr das hier schön nach vorne, nehmt euren Finger und haltet das hier oben, wo, sag ich mal, Nase und ja, Stirn sich connecten. Und dann haltet ihr das hier drauf und dann guckt ihr mal. Bei mir wären das jetzt genau 75 Zentimeter. Und dann könnt ihr hier einfach reinknallen, 75 Zentimeter, dass ihr ein Single-Screen habt. Und dann könnt ihr hier theoretisch noch ausmessen, wie dick euer Rahmen ist. Bei mir wäre das jetzt beispielsweise ein Zentimeter ungefähr. Also Pi mal Öre in Zentimeter. Und dann haben wir hier den FOV, der uns angegeben wird für alle möglichen Racing-Simulationen. Hier beispielsweise ACC 25,3. Das heißt, wir öffnen wieder ACC und dann können wir hier beispielsweise 25,3 eingeben. Machen wir mal 26 draus. Wundert euch bitte nicht, dass es am Anfang für euch wirklich super, super, super komisch aussieht. Weil ihr seid jetzt sehr nah am Auto dran. Diese Calculator versuchen, sage ich mal, die realen Werte so gut es geht in das Spiel zu transportieren. Bei mir, ich würde jetzt beispielsweise sehr nah dran sitzen. Ich rück dann meistens ein Stück zurück, so dass ich das MFD sehe. Das sieht von der Höhe her, würde ich sagen, passt das so einigermaßen. Ich persönlich habe so aus den Erfahrungswerten, die man mal so überall aufschnappen kann, mir angewöhnt, dass die Motorhaube, also der Horizont, ungefähr auf Augenhöhe ist. Das heißt also, wenn ihr euch jetzt wieder euren Zölling nehmt und haltet den ungefähr auf Augenhöhe, also ich sag mal hier wieder genau das Stück, sollte das Pi mal Öre da an dieser Linie sollte das ankommen. Und dann entspricht es so Pi mal Öre dem realen Leben. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, entweder höher oder niedriger zu gucken. Und dann könnt ihr auch noch einstellen, ob ihr weiter rechts oder links sitzt, weil der ein oder andere hat den Monitor ja ein bisschen verschoben. Und dann könnt ihr natürlich auch die Sitzhöhe verstellen, so dass ihr das auf dem Horizont habt. Was ihr hier auch noch machen könnt, ist beispielsweise, wie euer Horizont ist. Also ob ihr weiter jetzt von oben guckt, ob ihr von unten guckt. Dann könnt ihr noch einstellen, wie viel sich das Auto bewegt. Das würde ich aber alles ausmachen. Würde ich euch nicht empfehlen. Zu viel Gewackel kann man sich nicht so richtig konzentrieren. Wir können noch die Spiegel einstellen, wie viel ihr dann seht. Ich fahre hier in dem Fall keinen virtuellen Spiegel, weil ich meistens die Autospiegel benutze durch den Triple Screen. Den virtuellen Spiegel könnt ihr aber auch anstellen, das habe ich euch ja schon gezeigt. Und dann könnt ihr hier auch noch den FOV einstellen, das heißt, wie viel ihr oben im Spiegel drin seht und wie groß dieser ist. Triple Screen und Widescreen, das ist natürlich jetzt für die Menschen da draußen relevant, die eventuell schon drei Bildschirme haben. Das ist aber hier auch, finde ich persönlich, selbsterklärend. Da könnt ihr euch dann ausmessen,
wie weit ihr vom Bildschirm weg seid. Dann könnt ihr ausmessen, wie breit der Bildschirm ist. Und dann könnt ihr auch ausmessen, wie breit der Rahmen ist. Und dann könnt ihr angeben, wie weit der Winkel geneigt ist. Dafür gibt es auch im Internet schon Calculator, die das für euch ausrechnen. Sehr gut beschrieben, in welcher Form ihr dort was angeben müsst. Das findet ihr aber auch in dem Video, was ich euch zuvor gegeben habe, von Dan Suzuki, was auch hier wieder in der Videobeschreibung ist. Da erklärt Dan das ganz genau, wie ihr was ausmessen könnt und wie ihr das dann ausrechnen könnt. So, wenn wir das jetzt hier also eingestellt haben, können wir theoretisch ins Auto steigen und loslegen. Und dann sitzen wir im Auto und dann können wir die Schüssel anwerfen und dann können wir loslegen. Und damit habt ihr eure Einstellung für das Auto, für das eine Auto, habt ihr euch dann angefertigt. Das müsst ihr aber für jedes Auto wiederholen. Denn jedes Auto hat andere Ansichtseinstellungen, weil auch jedes Auto anders geschnitten ist. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Kommentare, Däumchen, Glocke und teilt es vielleicht mit euren Freunden, die Probleme haben mit Simracing. Und wir sehen uns gleich zum nächsten Teil.